auf ihr Navi gucken. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Flix oder Foxy Fernbus Simulator. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das erste Video, was ihr heute seht, ist, in dem ich in einen Bus fahre. Durch verschiedene Städte. Durch Städte fahren. Boah, das musste wirklich ein sehr, sehr großes Abenteuer werden. Das denkt man sich so. Also, ich gucke erstmal, wie das Spiel so ist und vielleicht kommt es ja gut an bei euch und vielleicht werden dann auch mehrere Folgen auf meinem Kanal folgen. So, was muss ich denn jetzt als nächstes oder als erstes tun hier? Checke die Passagiere ein. So, also muss ich die, also erstmal muss ich erstmal kurz was klarstellen hier. Also, das ist ja wirklich alles schon schön und gut hier mit der Audio und so weiter, aber das ist mir ein bisschen zu laut. Also, da muss ich ein bisschen was ändern. So. Ist eigentlich immer noch zu laut, aber es geht schon mittlerweile. Checke den Passagier ein mit, okay. So, was müssen wir denn eigentlich tun hier? Also ich kenne mich jetzt gar nicht so aus. Wir fahren nach Leipzig, das weiß ich, von Potsdam nach Leipzig. So, wer bist du hier? Fahrgäste. Nee, Fahrt. Buchungsbestätigung, Info, genau. Nee, Fahrgäste. Adriana Merkel. Mensch, ist die Schwester von Merkel? Adriana Merkel, ich hab dich nicht. Doch, ich hab dich hier. Danke sehr. Bitteschön. Ab in den Bus. Läufst du eigentlich in den Bus? Oder, Frau Merkel? Hallo? Ach, da ist sie. Ach, nee, hinten. Ach, die sehen alle gleich aus. Das ist lustig. So, kommen wir mal zu dir. Hallo. Nee, also Spaß beiseite. Wem haben wir denn hier? Du möchtest nach Leipzig, wie ich das sehe. Helena Schiffer. Müssen wir raussuchen. Jo, du kommst mit. Ab nach Leipzig. So, der nächste Fahrgast. Alia Faber. Faber. Alia Faber, du kommst mit. So, wer bist du denn hier? Oh, jetzt stehe ich ein bisschen hoch. Ich glaube, ich habe... Beste. Erwachsener Jean oder Jean Hübner. Bist du denn doof? Ja, du stehst so ganz oben. Bist auf Platz 1, Mensch. Ab mit dir in den Bus. Bitte spawne jetzt. Ach, oh, das ist zu herrlich. Wem haben wir denn hier? Das ist jetzt eine wirklich sehr, sehr schlechte Posi. Wem haben wir denn hier? Fahrgast. Cam oder Cem? Tim. Ja, du stehst auf der Liste, bitte der Nächste, das muss ein bisschen zügiger gehen hier, wir wollen los, wir haben einen strengen Fahrplan. Nelio Schiffer. Du bist also der Mann vielleicht von der Frau Schiffer. Ja, du stehst auch drauf. Oh, hallo, dieser Fahrgast möchte nach Leipzig, ich bitte dir ein Ticket. Ja, immer hier die Wunschkonzerte hier von einzelnen Fahrgästen. Leipzig kontrollieren. Danke sehr. So, ab in den Bus bitte. Bitte spawne jetzt. So, dieser Fahrer möchte nach Leipzig. Ja, du bekommst jetzt ein Ticket nach Leipzig. Weil nach Leipzig fahre ich jetzt ab von Potsdam aus. Leipzig kontrollieren und funktioniert das? Buchung mit dem QR-Code. So, ich glaube, das sind alle Fahrgäste. Dann würde ich sagen, steige ich jetzt mal in dieses wunderbare Schmuckstück ein. Und beginne jetzt mit dieser einfachen oder dramatischen Fahrt. Gucken wir uns erstmal den Bus an. Also der sieht wirklich relativ gut aus. Sehr, sehr gut animiert. Sieht alles schick aus. Ein Original auf jeden Fall. Ja, also was will man hierzu noch mehr sagen? Steigen wir jetzt einfach mal ein. Nach vorne ans Lenkrad. Machen alles zu, die Schotten dicht. Und bitte nicht auf mein Lenkrad schauen. Genau du. Ja, okay, so. Was müssen wir denn jetzt alles machen? Ich glaube, wir müssen erstmal... Oh, nee. Jetzt bin ich ja ein bisschen drastisch losgefahren. Wir machen jetzt erstmal die Spiegel ein hier. Was haben wir denn noch? Das Navi haben wir so oder so an. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach. Die Fahrt geht jetzt los. Oh, da war gerade irgendwas klapprig. Naja.
Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das war, aber vielleicht erfahre ich das noch später. Ich habe keine Ahnung. Wie lange müssen wir denn? Meter sind das jetzt ungefähr? 0 Meter? Okay. Nee. Also, das ist jetzt komisch. Also, ich weiß, dass ich nach Leipzig fahre, aber wo steht jetzt um Himmels Willen, wo ich jetzt, wie lange ich fahren muss? Also, wie viele Kilometer natürlich? Das steht hier nirgendwo. Das ist ja komisch. Ach, die Polizei ist auch hier. Also, die habe ich schon langsam vermisst. Naja, also der Verkehr ist auf jeden Fall schon mal realistisch. Also auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick muss man genauer hinschauen. Also, vielleicht erfahrt ihr das gleich noch, was ich mit dem zweiten Blick meine. So, wenn die Ampel mal grün wären würde, dann wäre das alles viel leichter. Ich habe ja so eine Rückfahrkamera. Das ist ja mal special. Cool, coole Sache auf jeden Fall. Einzelne Funktionen. Es gibt ja noch so viele Sachen, die ich hier einstellen muss oder könnte, aber ich kenne mich jetzt noch gar nicht so aus, weil ich habe dieses Spiel bisher einmal angespielt und einfach mal kurz drüber geschaut, aber mehr auch nicht. So, jetzt traut sich die Polizei nicht vorbei. Ich nehme keine Drohung, also fahr bitte weiter. Siehst du, die hören sogar auf mein Wort. Ja, zu den Funktionen. Also ich weiß, wie man ungefähr die Klimaanlage wärmer oder kälter schaltet. Also das ist jetzt kein Ding. Das sollte eigentlich funktionieren. Und was gibt es noch? Also Licht gibt es auch, das weiß ich. Eine Hupe. Ja. Hört sich gut an, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht ungefähr. Also ich weiß, dass man hier noch die Kamera Modi ändern kann. Oh, das ist jetzt wirklich sehr schlecht. Ups. Genau. Apropos anschnallen, ich hab das. Was ist denn das jetzt? Hä? Himmels Willen? Was? Hä? Was? Warum stehe ich denn jetzt hier? Da ist ja glatt vom Hocker geflogen, wo er dieses Schild umgehauen hat. Jetzt öffnet er die Tür, warum? Also Leute, ich muss jetzt mal ein bisschen reinkommen hier, weil es ist jetzt nicht so leicht, einen Bus zu manövrieren, ne? Also ist gewöhnungsbedürftig. So, jetzt geht irgendwie gar nichts mehr hier. Kein Blinker, kein nichts. Aber trotzdem, der Bus fährt noch, also. Das ist jetzt sehr, sehr kurios. Ich habe gerade irgendwie mechanische Probleme. Ja, Leute, also ich weiß nicht, was das jetzt ist. Ich habe keine Ahnung. Ach, das passt ja. Gleich grün geworden, diese Ampel. Stehen jetzt die Kilometer da? Nein, viel. Aber auf was man wirklich auch achten muss, ist die Also so einfach Geschwindigkeit. habe ich es jetzt auch nicht. Also die Kommentare, also das nervt. Das ist ja wie bei Omsi. Omsi 2 zum Beispiel. Also da kamen Kommentare von hinten durchgepfeffert über die Windschutzscheibe. Da konntest du echt nicht sitzen bleiben, ja? Da musst du wirklich aufstehen und die Einzelnen hintereinander klatschen oder geben. Ja. Das war nicht so schön. Wieso öffnet der eigentlich die ganze Zeit die Türen? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, also ich bin glaube noch richtig, aber irgendwie das Navi ist sich auch nicht einig. Soll ich jetzt auf zwei Spuren fahren oder? Hä? Vielleicht sehe ich das gleich, wenn die Ampel auf grün schaltet. Das wäre natürlich schön, ne? Naja. Jetzt müssen wir halt warten, bis die Ampel grün wird. Die Wartezeiten sind auch manchmal nicht so schön. Da weiß man echt nicht, was man machen soll. Also man kann ja nur abwarten, natürlich, ist keine Frage, aber mehr geht nicht. Man kann vielleicht aufstehen, ein bisschen herumschauen und das war's eigentlich. So, was kommt hier jetzt? Ich bin aus Potsdam jetzt raus und ich darf hier allerhöchstens 80 fahren. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich jetzt fahre. Ich fahre, glaube ich, schon über 80. Ich glaube, das ist ja nicht schlimm jetzt, oder? Also, sollte jetzt kein Ding sein, wenn ich jetzt ein bisschen schneller fahre, aber es gibt auch, glaube ich, Blitzer, die ich beachten muss natürlich. Also ich darf die Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten. Jetzt darf ich sogar 100 fahren, wo da eben gar kein Schild stand. Das ist ja auch komisch. Boah, der Bus, der hängt auch ganz schön in der Kurve. Was ist das hier? Sieht er nicht, dass ich hier komme, oder? Naja, so viel dazu. Genau. Blinken und rüber. So kennen wir die. Die ganzen Leute hier. Verhalten, Fehler. Sag mal, hast du gerade gesagt, ich bin bekloppt da? Guck ja nach hinten hier. Ey, sag mal, nee.
Ich bin kein Bekloppter, ich bin ein ganz normaler Busfahrer, der eigentlich gar kein Busfahrer ist, weil ich den Führerschein bekommen habe zu meinem letzten Geburtstag, das weiß ich noch. Das war früher 1965, das war. Oder doch nicht? Jetzt geht das irgendwie nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr fahren, oder? Also ich bin wirklich noch ein großer Fahranfänger, aber der Bus fährt. Jetzt sind wieder keine Funktionen wie da, also wie schnell ich jetzt fahre oder so. Also es steht immer so, da, wenn. Was ist denn das jetzt hier? Ey Leute, das ist eine Autobahn, ihr müsst. Oh, nee, ich will nicht sterben, Mensch. Drehst du denn? Geht nicht. Ja, das ist sehr, sehr komisch alles hier. Ich weiß gar nicht, wie ich reinkomme in dieses Spiel. Dann müsst ihr das eigentlich können und verstehen, ja? Oder vielleicht auch nicht. Also wie gesagt, es muss ja gut bei euch ankommen. Obwohl es auch nicht so ein derbe gutes Spiel ist. Also ich habe da schon wirklich bessere gesehen. Und gerade mit der Unreal Engine 4 hätte ich da wirklich mehr gedacht. Hätte ich mir jetzt schon mehr eigentlich denken können, dass der jetzt mehr irgendwie kommt. Also Aerosoft ist ja so eine Firma, die eigentlich richtig realistische Spiele herstellt. Also es ist ja realistisch, keine Frage. Aber das Fahrverhalten ist unter aller Sau. Also was will man da wirklich erwarten? Also wenn man dieses Spiel spielt, da denkt man sich wirklich, was ist das? Was fährt man da bitte schön? Ist das ein Bus oder ist das irgendwie so ein Schnellboot? Ja. Das könnte man mit einem Bus, mit einem Boot vergleichen, statt einem Bus. Ist nicht jeden Seins auf, sage ich einfach mal so, wie es ist. Ja, also jetzt ist eine Höchstgeschwindigkeit von 100 angegeben. Ich fahre aber 110. Also, achso, ich muss hier runterfahren. Das hätte ich jetzt schon beinahe übersehen. Jetzt 60 fahren. Eben war ich auf 110, jetzt auf einmal 60 fahren. Sag mal, weg da, Mensch! Was ist denn das? Stellt er sich im Weg hier? Sag mal. Das geht nicht so. Also, Leute, ihr müsst doch drauf achten. Also, wenn man sie braucht, dann kommt es auch, ja. Warum bremsen die bitte schon auf der Autobahn? Ich habe keine Ahnung. Lasst mich mal bitte durch hier. Ich möchte auch irgendwann mal ankommen. Oh. Das war jetzt wirklich eine sehr, sehr haarige Angelegenheit. Und ich glaube, ich fahre nicht mehr irgendwie. Ach, nimm es ein Auto! Na, Harry, was machst du denn da? Ich hab dir doch gesagt, du kannst mitfahren. Ja, jetzt macht er es, glaube ich. Ja, schön. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Was für ein Kaffee? Gibt es keinen Kaffee? Hier ist akutes Trinkkaffeeverbot. Das geht nicht. Okay. Ach Leute, also das, was ich eigentlich vergessen habe, euch zu zeigen, ist das. Hört einfach mal rein. Wenn das jetzt geht. Nee, also das geht irgendwie alles hier nicht. Ich habe keine Ahnung. Das soll eigentlich ein Let's Test sein. Also, es ist sehr, sehr komisch. Ja, bitte, bitte. Kein Problem. Kein Ding. Es ist alles sehr, sehr kurios. Also, ich habe mich jetzt noch nicht so richtig mit diesem Spiel beschafft oder besinnt, irgendwie mal die Steuerung auszuführen. Die komplette Steuerung muss man erwähnen. Es ist alles sehr, sehr komisch hier. Das ist eine Autobahn, die bremsen hier, die fahren in mir rein, obwohl ich hier erstklassig fahre. Was zum Henker machen die anderen Verkehrsteilnehmer hier? Also, seit wann überholt man denn bitte schon rechts auf der Autobahn? Also, kann mir das mal jemand sagen? Also, das ist doch alles sehr, sehr komisch. Also, wisst ihr was? Ich muss jetzt mal eine kurze Pause einlegen hier. Ich müsste mich am besten auch mal auf den Standstreifen stellen. Und warum bremst der denn vor mir? Ich habe keine Ahnung, warum dieser Vollhorst hier vor mir bremst. Nee, ich bin kein Sonntagsfahrer. Wir haben leider schon Montag. Also, bitte, so viel Zeit muss sein. Nee, also, das ist mir wirklich zu viel. Ich fahrt ihr bitte weiter. Also, ich weiß nicht, was du die ganze Zeit machst hier. Also. Wisst ihr was, das ist irgendwie so ein bekloppter Bus hier, der gefällt mir irgendwie nicht. Ich möchte einen anderen Bus haben. Nee, also ich gehe jetzt streiken, ich gehe jetzt einfach mal dahin, wo mich keiner stört. Also ich spiele jetzt eine Runde DayZ im Fernbus Flix Fix Simulator. Hier muss wirklich sehr, sehr viel gefixt werden noch. Also es ist jetzt nicht so, dass dieses Spiel schlecht ist. Es macht schon Spaß, ja, muss man dazu sagen. Also zum Anfang war es Spaß, wo man die ganzen Leute verarschen konnte und sagen kann, los, ihr könnt jetzt diesen Bus, da checkt man die einfach mal aus und
die spawnen einfach in den Bus. Also ich hätte schon gedacht, die laufen da rein oder setzen sich oder suchen sich einen Platz und setzen sich hin. Nee, so ist es natürlich nicht. Sie spawnen irgendwo hin und sitzen dann einfach da. Das ist sehr, sehr komisch. Aber immerhin, es gibt hier wirklich sehr viel Wildnis. Obwohl es keine Tiere gibt, es gibt sehr viele Büsche, sehr viele Bäume, die wirklich sehr, sehr gut aussehen. Hier zum Beispiel ein Birkenbaum, wunderbar, detailgetreu dargestellt von Unreal Engine 4. Gehe in den Bus, welcher Bus bitte schön? Ich sehe keinen Bus. Ach, meinen Sie das Grüne? Nee, das war ein Busch. Ich sehe ein paar Zähne, das ist ja auch cool. Ich glaube, du musst mal wieder zum Zahnarzt gehen. Nee, Spaß beiseite. Also man sieht hier wirklich, ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl als Busfahrer. Ich bin ja grün und von daher, ich passe sehr, sehr gut hier in die Wildnis mit rein, obwohl es keine Tiere gibt, das hatte ich eben schon mal gesagt. Ich gehöre einfach hier hin. Also ich kann springen wie ein Astronaut, das kommt mir wirklich vor wie in Slow Motion. Es ist einfach nur mega. Jetzt müsst ihr nur noch ein Droscher kommen, der einfach mal einmal rüberfährt hier. Und ja, also da habe ich schon dieses Wort erwähnt. Dröscher. Mähdröscher. Zum Beispiel vom Farmexperte. Ja, stellt man mal einen Mitarbeiter ein, der ein Feld abmäht, das eigentlich schon abgemacht hier. Ich möchte einfach jetzt mal ein Feld anfangen jetzt zu besehen. Also das wäre wirklich mal eine sehr, sehr gute Grafik für einen Landwirtschaftssimulator. Also ich könnte jetzt nicht mehr ahnen, dass es irgendwie ein Bussimulator ist. Also willkommen hier in DayZ 2.0. Ich kämpfe ums hart Überleben hier in Fernbus-Simulator. Also wenn, Leute, wenn ihr das jetzt seht, ernsthaft. An alle Leute hier zu, schreibt's bitte unter diesem Video in die Kommentare. Mal sehen, was da jetzt rauskommt, wie ihr das gerade findet. Also ich komme mich gerade wirklich vor wie so ein Wildschwein in freier Natur. Naja, wisst ihr was, ich stelle jetzt einfach mein Camp auf und ich warte einfach mal, wie dieses Video bei euch ankommt. Also ich kann es verstehen, wenn es jetzt negativ ankommt, weil es ist wirklich ein nicht fertiges Spiel. Es spielt sich wie in der Beta. Also die ganzen Videos, die ich bisher gesehen habe von der Beta, sie waren schrecklich. Also, oh, Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich gehe jetzt immer Holz suchen und dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dahin. Ciao. Ich habe mein Feuerzeug vergessen. Wo ist der Bus nochmal? Ach.